Hallo, liebe Fachkollegen, es ist soweit. Wir haben ein Statement von Edelried zum Thema Bruch der Steigeisen Edelried-Talun. Ja, liebe Kollegen, lieber spät als nie, lag aber nicht an Edelried in diesem Fall, sondern eher an mir. Edelried hat seit etwa einer Woche versucht, mich zu erreichen, aber wir hatten ein bisschen den Kopf voll und da war es halt schwierig. Ich wusste, dass das kein Telefonat zwischen Tür und Angel werden würde. Zum Anfang, für die, die es nicht mitbekommen haben, die Edelried Talun oder Talon, die ich mir gekauft hatte, sind nach 4 Tagen im Einsatz oben am Schaft gebrochen. Und das fand ich natürlich nicht so witzig, vor allem als wir dann gesehen haben, wie der Aufbau war. Da wussten wir, das könnte öfter passieren und es hat nicht lange gedauert. Da haben wir auch von einem zweiten Fall erfahren. Die Rinde war weggeplatzt, ich bin ein bisschen nach unten gerutscht, wieder ziemlich hart eingerastet und dabei ist es dann passiert. Oben direkt an den Anbindungen, da wo die Schrauben quasi eingegossen sind in den Kunststoffteil, da ist es aus dem Kunststoff rausgerissen und das ist natürlich gefährlich. Erstens müssen die Steigeisen sowas natürlich abkönnen, weil es kann jederzeit passieren. Und zweitens für den Fall, dass sowas mal nur anbricht und dann, wenn man gerade am Sägen ist, den letzten Knack bekommt und dann durchbricht, wenn die Säge voll am Laufen ist, dann ist es natürlich kreuzgefährlich. Ja, ich habe dementsprechend einen nicht so netten Post geschrieben, dass ich darüber natürlich sehr überrascht war und das nicht toll fand. Das ist natürlich auch bei Edelried angekommen. Und nun hatten sie sich bei mir gemeldet. Gleich vorab, es war ein sehr für mich positives Gespräch gewesen. Sie haben ja auch relativ schnell versucht, da zu handeln. Ich kann mich an einen Kommentar erinnern unter dem Post. Ich hoffe, Edelried verhält sich so professionell wie sonst auch immer. Ja, das war ich dann auch sehr gespannt. Und ich möchte meinen, ja, sie haben sich sehr professionell verhalten. Sie haben die Talun jetzt, ich hatte sie ja zurückgeschickt, auf dem Tisch gehabt und von der Sicherheitsabteilung, die Leute, die hatten mich dann angerufen und wollten mal wissen, wie es denn genau passiert ist und wollten auch mal wissen, wie meine Meinung zu den Steigeisen allgemein wäre. Ich hatte es ja schon im Post geschrieben, ich halte sie an sich für sehr gut, für innovativ, aber sie müssen natürlich halten. Und genau das habe ich an Edelried auch so weitergegeben. Bin immer noch der Meinung, dass die Steigeisen an sich sehr bequem sind. Die Dornen, wer sie hat, vielleicht ist es ihm aufgefallen, die sind ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Am Anfang ein bisschen komisch vom Klettern her, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, finde ich persönlich auch etwas angenehmer. Jetzt kam der für mich persönlich sehr positive Teil. Edelried hat sich schon bereit erklärt, eine Überarbeitung anzugehen. Das heißt, sie sind schon dabei, jetzt an der Stelle, an dem Schwachpunkt, den wir festgestellt haben, die Steigeisen zu verstärken. Sie fangen jetzt schon an und sind dabei, das jetzt zu forschen und zu prüfen und werden da auch ein bisschen praktische Tests machen. Und wenn das Ganze durch ist und die ersten neuen Modelle, besseren, überarbeiteten Modelle da sind, dann werden sie uns das schicken, dass wir es nochmal testen können. Das heißt, ich werde euch jetzt in Zukunft auf dem Laufenden halten, was die Edelried Talun angeht. Wir wollen mal schauen, was sie denn verbessern. Ich habe meine Vorschläge gemacht, inwiefern sie das jetzt umsetzen. Sie haben natürlich auch von anderen Leuten sich die Meinung eingeholt und schauen selber nochmal. Jetzt kennen sie ja den Schwachpunkt, was man an der Stelle machen kann. Wollen mal gucken, wie es dann aussieht und wie es sich in der Praxis bewährt. Ich hatte es ja im Post schon deutlich gesagt, dass die Steigeisen an sich für mich persönlich eine gute Idee sind. Daraufhin kamen natürlich jetzt so ein bisschen die Hardliner darunter, die geschrieben haben, Eisen ran und fertig. Natürlich kann da nichts passieren, an den Dingern kann ja nichts kaputt gehen. Aber wenn wir immer so denken würden, dann würden wir wahrscheinlich noch mit der Schrotsäge im Baum hängen. Also ganz so kann es nicht sein, wir wollen ja da auch innovativ handeln. Und ich sag mal, wir als Unternehmen sind natürlich sehr daran interessiert, da den Fortschritt wirklich zu zeichnen. Und deswegen wollen wir Edelried da auch gerne helfen. Das heißt, Edelried, allgemein mein Statement, positiv, dass sie sich gleich gemeldet haben.
Noch positiver, dass sie auch gleich an die Veränderungen rangehen. Damit habe ich ja nur überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, man kennt es ja von anderen Herstellern, da wird dann erstmal 1-2 Jahre abgewartet. Aber ich habe es ihnen auch gesagt, wenn man den Ruf nicht versauen will, dann sollte man da schnell handeln. Denn alleine jetzt der ganze Forschungsteil, eine Umänderung, das ist ja nicht in 2 Tagen erledigt. Ne? Das dauert ja alleine schon, also ich denke mal, mit einem halben Jahr müssen wir rechnen. Also wollen wir mal schauen. Ich lasse mich da auch gerne überraschen. Aber grundsätzlich, dass die da gleich eingelenkt haben und gesagt haben, alles klar, da ist der Fehler, wir gehen an die Sache ran, wir wollen das Produkt wirklich innovativ machen. Das ist für mein Dafürhalten erstmal einen Daumen nach oben an Edelried. Ja, also bleibt jetzt abzuwarten, wie sich die Sache entwickelt. Edelried hat da auch noch ein paar andere Ideen, da haben sie mich auch zu befragt, was ich davon halte. War jetzt für mich persönlich Schwachsinn gewesen, aber zeigt mir, dass sie erstmal daran interessiert sind, von den Fachkollegen die Meinungen einzuholen, um zu gucken, wie man die Produkte verbessern kann, an unseren Stil anpassen kann. Ja, soweit erstmal Aktuelles zum Thema Edelried-Talon-Steigeisenbruch. Ihr seid jetzt informiert und sobald die Dinger da sind, also Edelried wird mich jetzt auch regelmäßig anrufen und über den Stand der Dinge informieren. Wenn ich was Neues habe, sage ich euch sofort Bescheid. Bleibt da sehr gespannt. Ich bin es jedenfalls. Find's erstmal super, dass es jetzt so vorangeht. Also lassen wir uns alle überraschen. Bis dahin.